aber sowas nervt. Und das ist echt ätzend. Wozu habe ich dann sowas? Ne? Ja, was ich jetzt die Tage gelesen hatte, auch war auf dem einen Magazin, wo jemand meinte, größte Enttäuschung 2016, dass ich mir vor, wie wär's das, CD Vision gekauft hatte und es immer noch spiele. Ja. Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Oh Mann, ihr wollt die Waffen echt kaputt machen? Das werde ich nicht zulassen. Ich mach euch klar. Jetzt echt nach da oben. Freak, ey. Warnung. Was soll denn sowas? Nähern sich. Wie kann er denn einfach da hochgehen? Warnung. Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Muss ich gucken, wie ich da hochkomme. Damit ich das holen kann. So, gucken. Ah ja. Oh. Ich hab dich. Das Geschütz steht doch dafür. Naja. Egal, wir haben es geschafft. Sehr schön. Ach, da kommt noch jemand. Warnung. Feindkräfte nähern sich. Ja, ja. Alarm. Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Gut, die haben wir. Granaten sind echt schöne Sachen. Und Level up. Ladung gesichert. Aufnahmestelle an JTF Security übermittelt. Glück für die Stadt. Ladung gesichert. Aufnahmestelle an JTF Security übermittelt. Das lief gut, ey. Ja, das hoffe ich doch. Immerhin habe ich mir gerade ein Poppes aufgerissen, damit ihr das schafft. In Nulpen. Es ist, ja. Es ist zum Beispiel auch so, wie realistisch ist dieses Setting wirklich, dass dann halt es so chaosmäßig losgeht, dass sowohl eine Armee, Nationalgarde und sonstige, was hier eingesetzt wurde, keinerlei Chance hat, da irgendwie Sicherheit und Ruhe reinzubringen. Also, ja. Schwierig. Auch Nachschublieferung. Oh, ich hasse Nachschublieferung. Wir gucken jetzt erstmal ins Hauptquartier. Vielleicht können wir. 780 haben wir da, Alter. Ach stimmt, wir haben die Hauptmission gemacht, eine. Dann werden wir da mal hinreisen. Ich will auch mal gucken, ob es diese anderen Skins gibt. War angeblich so einer von Rainbow Six, Splinter Cell und irgendwas anderem noch, was typisch ist aus dem Tom Clancy Universum. Ich weiß nicht, ob Ghost Recon oder so. Wo ich dann auch diesen Skin gesehen habe von Splinter Cell, von Sam Fisher. Und ich dachte mir so, ja, warum bringt man nicht wieder so ein richtig cooles Splinter Cell raus? So wie den zweiten Teil zum Beispiel. Oder den ersten ist mega geil. Damit hat man das ja grafisch allein schon gefeiert. Und hab also festgestellt, verdammt, ich habe keine Grafikkarte, die es darstellen kann. Mein Rechner schafft das nicht. Ich will das mit all den tollen Effekten haben und so weiter, ne? Und es war atemberaubend, wirklich. Und Double Agent war für mich auch der letzte Teil, der wirklich noch so Splinter Cell-mäßig war. Leichen verstecken, nicht auffallen, alles geheimnisvoll machen. Das war echt gut gewesen, aber hörte da schon so ein bisschen auf. Ne? Der letzte Conviction war dann halt weg vom heimlich, weil jetzt hat man ja öffentlich alles gemacht. Das war dann schon nicht mehr ganz so cool. Ne? Sehen Sie sich die Schätzchen mal an. Oh ja, alles okay. So, mal gucken. Ja, normalerweise müsste dann sowas nämlich bei dem hier hinten sein, der Belohnungshändler. Haben Sie schon was im Blick? Ich weiß noch nicht. Also, Skins sehe ich nicht. Entweder muss ich sie wieder extra runterladen oder ich weiß auch nicht. Deshalb, wir gucken jetzt erstmal nach oben. So, was haben wir denn Schönes? Haben Sie das Kraftwerk schon? Er säuft heimlich, glaube ich. Ja. So, was können wir denn machen? Wir könnten das hier machen. Oh, die Suchermine. Sehr, sehr geil. Die will ich eigentlich haben. Eigentlich will ich die wirklich haben, ja. Und dann könnte man das hier, das gibt, glaube ich, noch. Das wäre hier für Geschützmod, ne?
Aktivsensor, Flammenwerfer, Taser, aber Generatoren, das wäre dann diese Haftgranate. Machen wir das hier. Okay, damit kann ich arbeiten. Hoffe ich doch. Sie sind ziemlich geschickt, wissen Sie das? Ja, wie, wenn nicht, ey. So, neue Fähigkeiten, hm? Was kriegen wir hier? Müsli-Riegel. Achso, eher doch, das. Nee. Ressourceneinschätzung. Zeig das, okay. Ob mich das jetzt so umhaut, weiß ich nicht, aber wir machen das erstmal. Genau. Alles, was geht, bauen erstmal. Genau, so. Dann gucken wir uns mal die neuen Sachen an. Nun, wir haben beide reichlich zu tun. Wir reden später. Ja, ja, chill mal, chill. Alles okay. So. Haben wir das hier? Gut gemacht, Agent. Mit der Satellitenkommunikation erhalten wir Daten aus der ganzen Welt. Sehr gut. Endlich mehr Informationen. Ja, so muss das sein. Ich glaube, die Überwachungsdaten. Ich habe gerade wirklich was kaputt gemacht. Ich habe die Tastatur da abgerissen. Achso, das ist das alles, genau. Dann haben wir hier vorne noch was Neues. Das ist genau das, was ich brauche. Kommunikation. Sehr schön. Jetzt können wir mit unseren Agenten während Einsätzen besser in Verbindung bleiben. Gut gemacht. Sehr gut. Na, da lacht doch das Herz, würde ich sagen, oder? Ja, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob sich hier vorne schon ein bisschen was verändert hat. Ach ja, stimmt, ja. Hey, das sollten Sie sehen. Diese Bereiche sind ja hier komplett offen jetzt. Machen Sie so weiter. Die Leute überlegen sich schon, heimzukehren. Endlich. Echt? Jetzt schon? Das ist, glaube ich, ein bisschen früh. Ja, also was man hier eigentlich raus hätte machen können, ja, durch diesen MMO-Charakter, der überall momentan sein muss, wird das echt geschrottet, finde ich, die meisten Spiele. Aber nun gut, zumindest haben wir jetzt hier schon mal wieder was ausgebaut und das mit den Suchaminen ist echt eine mega coole Sache. Die Viecher sind halt dann wirklich unterwegs, suchen sich den Gegner, machen den dann platt und bieten da etliche schöne Möglichkeiten. Wir gucken mal. Ja, diese Nacht, ich muss jetzt echt ausschalten. So, das ist das, genau. Und hier haben wir dann das Suchamine. Sehr, sehr schönes Ding. Mag ich. Finde ich teilweise besser als das Geschütz, weil... Naja, das Geschütz halt. Achso, warte mal. Ich kann noch eins vergeben. Ich habe... Achso, nee, weil das hier neu war. Achso, okay. Ja, Forza Horizon hatte ich mir jetzt geholt. Ist momentan im Angebot. Gibt es diese Woche als die für die Hälfte des Preises für 35 Euro und für 15 Euro kriegt man den Season Pass praktisch für die ganzen Fahrzeugpakete, sodass man 42 zusätzliche Autos bekommt, in 7 Fahrzeugpaketen insgesamt. Also schon echt ganz cool. Kann ich persönlich nur empfehlen. Aber muss man natürlich nicht. So, wir haben keine neue Schrotthunde, aber dafür hier neue. Gucken wir mal, was das ist. Puh, 818, das ist auch nicht schlecht. Könnte man schon wirklich sagen, okay, übernehmen wir, ne? Bei 818. Klar, da oben geht der Schaden erstmal runter, aber gut, ich denke, wenn wir das hier, die Mods installiert haben, dann ist das höher. Bei 818. Ja. Wenn wir übernehmen. Achso, halt, warte mal. Was hatten wir mal überlegen? 6300 hatten wir. Überlegen wir gleich mal, wie viel hatten wir? 6300. Gilt es zu schlagen. Schauen wir mal, was wir dabei kriegen. So. Ich würde sagen, haben wir soeben übertroffen. Ja. Ne? Das hat sich dann schon gelohnt. Schön, Sie mal wiederzusehen. Ja, und immerhin halt, ne, 818 Schaden. Ja, klar, ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingswaffe, aber ich glaube, da gibt es schlechtere Sachen an der Stelle. Na gut, dann mal schnell noch gucken, noch Munition, haben wir alles? Nein, die Route überhaupt nichts mehr, das kannst du vergessen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.